Sie sind des Mordes angeklagt an ihrer 15 Monate alten Tochter Elise. Können Sie uns sagen, warum Sie Ihre Tochter töteten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass der Prozess mir hilft, es zu verstehen. Und du, Rama, kommst du voran mit deinem neuen Roman? Und könntest du Mama am Montag zur Physiotherapie begleiten? Nein, ich kann nicht. Du könntest dich schon mal ein wenig kümmern. Ich habe so getan, als wäre ich nicht schwanger. Hab niemandem was gesagt. Ich hatte einfach Angst um Lili. Ich wollte sie beschützen. Beschützen wovor? Der Feindseligkeit. Sie hielten die Existenz dieses Kindes vorsätzlich geheim. Lesen Sie meine Gedanken. Sie denkt sich das alles nur aus. Ich konnte meinen Kopf nicht heben. Ich sah alles nur noch verschwommen. Hab Angst zu sein wie sie. Wie wer? Wie meine Mutter. Velvet shoes say. Meine Damen und Herren Geschworenen. Dies ist die Geschichte einer unsichtbaren Frau, eines langsamen Verschwindens, eines Abstiegs in die Hölle. Eine Mutter und ihr Kind sind miteinander verbunden, untrennbar, auf ewig vereint. Deine Mutter ist eine gebrochene Frau, vom Leben gezeichnet. Auf gewisse Weise sind wir alle Monster. Aber wir sind dabei, so schrecklich menschlich. Diese Geschichte hat nichts mit dir zu tun, weißt du? Oder mit uns.